Ach, jetzt ist die Lotte den Chicory von der Holly. Bruno hat sich hier bequem gemacht und Lotte ist mal eben in die Schüssel. Ich mache gerade für die Babys Abendessen bzw. gleich muss raus und habe mich schon mal eingebaut. Ich frage mich nur gerade, wo der Erik ist. Also entweder er ist im Bad. Nee, der ist schon wieder ins Schlafzimmer. Kam nämlich vorhin aus dem Schlafzimmer, dann dachte ich, ach, ist er mal bei uns, aber die Lotte ist ja auch zu süß. Wie sie hier ihr Blatt knabbert. Wenn ich jetzt aufmache, mag sie bestimmt noch mal raus. Der Bruno. Abendessen für die Babys ist vorbereitet und der Bruno ist am Mümmeln. Da ist die zweite Portion, beziehungsweise die großen Sachen, wobei ich die großen Sachen immer mit den kleinen mische, dass die, die die großen nicht essen können, auch von der Schüssel essen können. Und in der kleinen Schüssel sind hauptsächlich die kleingeschnittenen Sachen. Und wir haben natürlich einen Late-Night-Hüpfer, die Lotte. Oh, Bruno, isst du jetzt das große Blatt? Das, glaube ich, ist ein bisschen zu groß. Die Lotte, die hole ich jetzt rein. Die Babys lassen sich schmecken. Und Bruno lässt sich's auch schmecken. Ich habe Wasser für die Wärmflasche aufgesetzt und werde jetzt auch endlich Abendessen machen. Es gibt Champignons. Also ich mache mir eigentlich das gleiche, was ich letzte Woche schon hatte. Champignons und Kartoffelbrei und Sauerbratensoße. War richtig lecker. Und dieses Mal dünste ich die Champignons noch mit einer Zwiebel an. Ich habe ja immer den Kartoffelbrei, den kompletten, den man einfach nur mit Wasser anrühren muss. Und habe ich jetzt heute auch gemacht mit Wasser, allerdings habe ich noch ein bisschen Sahne drunter, weil ich ja Sahne liebe und Milch habe ich eh eigentlich fast nie daheim. Deswegen habe ich den jetzt noch zusätzlich mit ein bisschen Sahne gemacht. Dann kommt noch ein Stück Butter rein und dann, glaube ich, schmeckt es ganz gut. So, ich denke mir immer, wäre das schön, wenn man 4 Herdplatten hätte. Also, der Kartoffelbrei muss jetzt halt hier warten. Soße ist eingerührt, Champignons sind auch soweit fertig und als Vorspeise gibt es einen Apfel und eine Orange. Abendessen ist fertig. Ich finde, es sieht richtig, richtig, richtig lecker aus. Guten Appetit! Holly wird verwöhnt. Vorne von der Lotte, hinten von der Emmy. Und Erik muss schon wieder zupfen, weil ihm was nicht passt. Erik, musst du immer alles zerfetzen?
Bis morgen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.